Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Günther Broken Story. Wir wollen schnell machen, wie ihr vielleicht wisst, deswegen zack durch hier. Jede Pokémon Mystery Engine Story muss ein Riolu haben, weil. Ja. Das hier sind offensichtlich alles Teams. Ich klick mal kurz durch. Weiß nicht, was eine PMW-Geschichte ist. Hilfe, ich bin Bratini. Hilfe, ich bin ein Taschenmonster. Warum fluchen so viele in Fan-Stories? Das gehört dazu. Der Comic hat mir Füße gegeben. Warte, ich hatte schon immer welche. Nochmal selber. Das ist ein Pokémon-Team, was aus der Reihe fällt. Nächstes. Explorers Team Schwarze Seele. Irgendwie lese ich immer nur Schatten oder Schwarze Seele. Immer noch. Final Destiny. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, was ich hier mache. Ich kenne auch keine PMD Into Another World. Das ist keine PMD-Geschichte, aber hey. Evoli. Erkundungsteam Schatten. Das ist geheim. Bin Taschenmonster ebenfalls. Nicht so eine Scheißgeschichte. Tja, wer eine gute Mystery Dungeon Fanfiction will, guckt sich die Walross-Edition an. Habibi, so. Ah, die zwei fehlen noch dann. Ich hab das Willkommen im Pokémon Center Musikvideo gemacht. Ich bin auch ein Sprecher, der daran beteiligt war. Ja, das haben wir schon gehört. So, ab geht's zu Günther und Lord Eckes. Story soll weitergehen. Wir haben inzwischen Silberdorf so gut erkundet wie möglich. Okay, während Lord Eckes in Silberdorf etwas einkaufen ging, kann ich ja die Stadt erkunden. So, ich muss ein paar Sachen einkaufen. Warum schaust du dich nicht einfach um? Der merkt wohl nicht mal, dass ich hinter ihm stehe. Anscheinend ist er gerade zu beschäftigt. Ich frage ihn später. Muss ich dann zu Anton? Schleich dich bitte nicht so an, alle anstellen, als hätte Lord Ecke nicht genug Spezialwünsche. Ja! Dieses Riolu da hat gerade meinen Weg verspätet. Lord Ecke hat sehr viele Spezialwünsche. In echt eigentlich alles, was fett mache, ich meine. Mit dir kann ich gar nicht reden. So, ich habe viele Pokémon gefragt, aber keins hatte eine Antwort gehabt. Mir bleibt wohl nur noch warten. Hilfe, irgendwer! Mein Kind ist in Gefahr, sie sind in den Nightwood reingerannt und drei übel aussehende Typen sind ihm gefolgt. Rette mein Kind! Nightwood ist schon krass. Ich würde dort auf. Ich gehe da nicht hin, nee. Sorry, Günther, aber bevor du irgendwo hingehst, sprich mit der Kangama-Statue. Sie hält dich und du kommst wieder hin, wenn du draufgegangen bist. Der Spielentwickler. Das hört sich an, als ob jemand Hilfe braucht. Ich komme, was ist mit dir? Kommst du mit? Wir können das Pokémon nicht ohne Hilfe zurücklassen. Lass uns gehen, Anton. Okay, wir müssen nur nach da oben zum Dungeon kommen. Er ist also in Nightwoods. Ich hole Wampel da raus, versprochen. Bitte, ich vermisse meinen Sohn. Hilfe, ich habe Angst. Keine Sorge, ich bin da, um dich zu retten. Ach, jetzt erstmal ins Haus. So, Heilung brauche ich nicht. Ich hatte noch keinen Kampf mit Shinux. So. Dieses Mal bin ich gebildeter. Erstens gibt es jetzt hier einen Shortcut, damit man den Teil, bei dem das Spiel abstürzen kann, skippen kann. Das, wer sich noch erinnert, das war echt schlimm damals. Diese Treppe bringt einen zum Dungeon angeblich. Nice. Hier nochmal selben. So, und sobald ich das Inventar wieder öffnen kann, dieses Mal habe ich auch den Donnerblitz. Geht nur im Moment nicht. Wo musste ich interagieren? Hier. Ist es denn Fragezeichen, man? Ich glaube, das ist nicht beabsichtigt. Und wenn ja, ist das gerade wirklich nicht gut. Ich kann mein Inventar hier an keiner Stelle öffnen und ich weiß noch,
Es ist gar nicht möglich, ohne Donnerblitz den Kampf zu gewinnen. Oh, deswegen hat man anscheinend Donnerschock dieses Mal schon von vornherein. Letztes Mal hatte man Donnerschock nicht, das heißt, man konnte Gengar nicht angreifen. Das heißt, so ist das dieses Mal geregelt. Okay, dann hat sich schon geklärt. Gott, ey, das ist nervig. So. Trotzdem wäre es ganz schön, wenn der Donnerblitz nicht nutzlos wäre. Was mir auch aufgefallen ist, letztes Mal gab es da auch Siedewasser für Anton. Ich glaube, die TMs sollen dieses Mal nicht so wichtig sein, die es da gibt. Und dieser Heuler vom der macht ein bisschen arg Schaden. Der senkt meinen Angriff und trotzdem macht er viel Schaden. So, der nächste reicht aber. Aber Shinux ist schon halb tot. Ah, das wird nicht einfach. Wenn der Dungeon immer noch so schwer ist, wie wenn man ihn ohne Donnerblitz beim Originalspiel durchgespielt hat. Level up für Shinux. Gegengift. Man kann anscheinend nicht mehr durch die Wände laufen. Ratfratz. Ah, die Spawnrate ist immer noch gleich, habe ich das Gefühl. Hey, warum macht das so wenig? Jetzt mal ganz im Ernst. Donnerschock macht nichts. Ich bräuchte schon Don... Was? Ich schaff diesen Dungeon nicht! Die Gegner sind ja komplett... Ich weiß, dass die Gegner hier relativ stark waren, aber es ging eigentlich mit Donnerblitz. Aber den kann ich nicht nutzen, weil ich mein Inventar nicht öffnen kann. Ich hab komplett verloren! Was ist das? Ich weiß schon, dass das Spiel an einigen Stellen schwerer wurde, aber... An dieser wäre es jetzt echt nicht nötig gewesen. Wenn ich halt zumindest Donnerblitz nutzen könnte. Aber ich kann mein Inventar nicht öffnen. Genauso wenig, wie ich sprinten kann. Jetzt gibt's mal eins, wo Shinux sehr effektiv gegen wäre. Blöd nur, dass Shinux tot ist. Und ohne mein Inventar öffnen zu können, kann ich hier sowieso nichts. Bezüglich... Ja, was hilft einem Beleber? Ich kann diesen Dungeon nicht schaffen. Ich sag's, wie es ist. Ich kann nicht gewinnen. Sag mal, Fragezeichen, du hast das Spiel schon durchgetestet, oder? Weil ich kann mir gerade wirklich vorstellen, dass dieser Dungeon vor allem mit der Spawnrate gar nicht machbar ist. Ihr seht es ja, so ein Radfratz macht mir fast Hälfte Leben mit einem Hit. Hornliu bin ich optimistisch, dass ich es irgendwie down bekommen kann. Aber auch da brauche ich 3 Treffer. Und ich kann eben keine Items nutzen und kein... Und den Donnerblitz auch nicht drauf tun, den auch in Silberdorf nicht. Ich konnte nirgends Items nutzen. Und dementsprechend bringen halt auch die ganzen Items, die ich hier finde, nix. Also das ist gerade wirklich nicht so cool. Was will ich mit den Items? Die bringen nix. Und die Spawnrate ist halt... Wie tief war der Dungeon? 4? 5? Ich kann nicht fliehen. Ich kann nicht gegen dieses Radbratz kämpfen.
Ich würde diesen Kampf verlieren. Man sieht warum. Ich teste jede Ebene jetzt nochmal aus, aber nix mit Items. Was ist denn eher? Oh, man kann doch nicht, doch noch durch Wände laufen. In dem Fall finde ich das sogar mal gut. Ansonsten würde ich hier nämlich komplett. Also das muss ich halt echt sagen. Dieser Dungeon war für mich schon so vielleicht der Schwachpunkt des gesamten Spiels im Original. Und jetzt ist er anscheinend noch schwerer geworden, noch nerviger, noch schlimmer. Also den Dungeon, ich will hier mit meiner Kritik ja auch ehrlich bleiben und nicht alles schönreden. Das... Der schmeckt gar nicht. Der schmeckt gar nicht. Zumindest komm mit Zornliu. Die kann ich besiegen als einzige Gegner. Aber die bringen halt auch gefühlt keine Erfahrung. Die können nur Fadenschuss offensichtlich. Taubsi weiß ich nicht, wie stark das ist. Dieser Resti, ich hab gar keinen Bock, hier den Dungeon auch nochmal machen zu müssen. Ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, gab es hier sowieso noch eine Mission, wegen der ich nochmal her muss. Jo, der hatte ja sogar noch mehr Ebenen. Der hat ja noch mehr Ebenen, als ich dachte. Wenn ich eine Psycho-Attacke, vergiss es. Mit einer Psycho-Attacke hätte ich es probiert. Ich weiß nicht, ob das geskriptet ist. Wenn ja, war das gerade gut. Wow, wir sind ziemlich weit vorgedrungen. Ich glaube, ich sehe das Ende des Tunnels. Hilfe, da ist ein Geist. Halt ruhig, ich will dich doch nur retten. Lass das Pokémon in Ruhe. Du, na warte, du wirst bereuen, was du getan hast. Wo sind deine Teampartner? Ich glaube, seine Teampartner haben realisiert, dass er ein Geist ist. Kann sein. Ihr wisst schon, dass ich euch hören kann, oder? Egal, wo war ich? Ja, zuerst räche ich mir dann an... Ich kann nicht reden, ich räche mich an dir und dann werde ich ein Held, und weil ich Raumpe rette. Ich würde gerne heilen. Und mein Inventar geht immer noch nicht. Donnerschock und Aquaknarre, die ich beide letztes Mal nicht hatte, müssen gegen Gengar auf jeden Fall ausreichen. Sie werden nicht reichen. Okay, das ist natürlich gut für mich. Wenn ich ihn nicht paralysiere, habe ich keine Hoffnung. Entweder muss die KI sacken, ich muss viele Crits landen oder ihn paralysieren. Es war ein Crit, keine Paralysen. Die KI ist aber nicht gut dabei. Ich bin tot, bevor du die AP effektiv runtergesetzt hast. Das kannst du ruhig so weitermachen. Okay, meine AP leiden komplett. Ich habe gleich keinen Donnershot mehr. Aber ich habe viel gemacht. Ich mache viel gerade. Weil er mich angreift. Das ist auf jeden Fall gut für mich. Jetzt greift er an. Ich gewinne das mit dem, durch die dumme KI. Ich
ich glaube, die KI benutzt die Attacken halt ziemlich random und da sie nur einen Angriff hat. Okay, Shinox ist raus, aber komm, Anton. Das schaffst du doch. Das schaffst du, Anton. Oh nein, ich kann mein einziges Pokémon nicht auswechseln. Sehr gut. Aber ich sag's, wie es ist. Wenn die KI nicht verkackt hätte, ich hätte das nie im Leben gewonnen. Aber hier irgendwie von den, keine Ahnung, 12 Runden oder so, die ich gebraucht habe, um es zu töten, hat das Ding 3-mal angegriffen. Anton kriegt Big Level, Shinox kriegt gar nichts. Und das wird mir so schaden im späteren Game, dass Shinox hier nichts hat. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich es schaffen werde, auf Dauer. Mann, die Level bräuchte alle Shinox, aber es ging halt nicht. Der Dungeon war schon sehr schmerzhaft. Inventar immer noch nicht. So, wir sind hier, um dich zu retten, Wampel, glaube ich. Keine Sorge, der Geist ist weg, wir bringen dich nach Hause. Smetbo macht sich Sorgen um dich. Okay. Endlich können wir Wampel nach Hause bringen. Ich frage mich nur, warum dieses Pokémon so wütend war. Am besten frage ich nachher Anton. Vielen Dank für die Rettung meines Kindes. Das haben wir gern gemacht. Wir können doch nicht zulassen, dass Wampel irgendwas passiert. Cool, die war schon krass. Wow, das Pokémon freut sich ziemlich über die Rettung. Ich glaube, ich weiß jetzt, was Anton meint, als er einen Retterteam bilden wollte. Lass uns zu mir nach Hause gehen, Günther. Kapitel 2. Wer sind diese Pokémon? Wo bleibst du schon wieder in der Ecke? Du kommst doch immer zu spät, oder? Was ist diesmal deine Ausrede? Dir auch erstmal guten Tag, Bisasam. Freut mich auch, dich zu treffen. Tut mir leid, aber es ging nicht schneller. Ich habe ein Pokémon bewusstlos auf der Kreuzung gefunden und natürlich ihm erstmal geholfen. Ich dachte, nach deinen Ausreden letzte Woche wird's nicht mehr schlimmer. Und da hast du behauptet, du hättest dich verlaufen. Du wohnst seit mehreren Jahren hier. Ich weiß, aber diesmal meine ich's ernst. Er sagt die Wahrheit. Seht ihr, ich habe die Wahrheit gesagt. Das ist Günther. Du weißt doch, dass wir es eigentlich nicht so meinen. Naja, ich bin dieser Sam. Und ich bin Florian. Freut mich, dich kennenzulernen. Freut mich zu lernen, dich zu kontrollieren. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe ein komisches Gefühl, als hätte ich eins der Pokémon da schon mal gesehen. Soll ich? Nee, sie hatten gerade krasse Zeit. Ich will sie nicht nerven. Am besten gehe ich zu Antons Haus. Du musst das Schild ansprechen, um weiterzukommen. Und die Leute in der Schule haben anderen Text. So, dieses Mal wird einem sogar gesagt, dass man das Schild ansprechen muss, was ich letztes Mal nicht rausgefunden habe. Inventar immer noch nicht. Jemand war schneller als wir, wie schade. Aber das Wichtigste ist, Wampel ist gerettet. Ja, jetzt werden hier alle Bewohner. Die Schule ist schon aus, obwohl ich eingeschlafen bin vor lauter Zahlen. Sei froh, solange es in Mathe noch Zahlen gibt. Aus der Bahn, schulfrei, sonst werfe ich Hausaufgaben auf deinen Kopf. Pff, nein. Oh, er wird schon gerettet, gute Nachricht. Ich werde nicht mit jedem Bewohner reden. Gelöste Probleme sind die besten Probleme. Wo kenne ich den Satz nur her? Oh, er wird gerettet. Ein Problem weniger, um sich Sorgen zu machen. Ich werde garantiert nicht mit jedem reden. Ich habe echt nicht die Zeit noch dafür. Sag ich ehrlich, wie es ist. So, ein Safe. Ja. Anton, warum ist eigentlich Gengar so wütend? Keine Idee. War unterwegs als Silberdorf, als er mich verfolgt hat. Ich rannte weg, weil ich nicht wusste, was er von mir wollte. Sie wollten mich umbringen, aber keine Ahnung warum.
Mach dir keine Sorgen, solange ich da bin, werde ich dich beschützen. Du hast gerade eigentlich nur was geleistet, weil Gengar zu blöd war, dich anzugreifen. Das ist dir schon klar, oder? Wo sind meine Banieren? Das ist super Pyjama-Party-Time. Niemand erinnert sich dran. Vielleicht irgendwann auf DeviantArt. Oha! Wirklich jetzt? Vielen Dank, Bucky. Jetzt kann ich eigentlich zeigen, wie die Pyjama-Party aussah. Ehre! Günther, hörst du mich? Die Finsternis. Du, Hoffnung. Günther ist die Hoffnung der Finsternis. Das hat nie. Also, das war. Deswegen meinte ich, der Name wird verwirrend. Das war jetzt Günther, das Scheinux. Guten Morgen, Günther. Hast du gut geschlafen? Ich entschied mich dazu, ihn zu fragen, was es mit dem auf sich hatte, was ich gesehen hatte. Im Traum eigentlich kann das. Ich sollte erst mal etwas über die Ausbreitung der Dunkelheit erzählen. Wie du vielleicht bemerkst, es ist sehr lange dunkel und kurz hell im Verlauf eines Tages. Schuld daran ist ein Pokémon namens Necrozma. Es ist ein legendäres Pokémon, das das Licht kontrollieren kann. Seit es in unserer Region aufgetaucht ist, breitet sich die Dunkelheit mehr und mehr aus. Wenn das Licht komplett verschwindet, werden alle Pflanzen aussterben und es gäbe keinen Sauerstoff mehr. Kurz, es wäre das Ende der Welt. Und das Problem ist, dass niemand Necrozmas Macht gewachsen ist. Nur ein einziges Pokémon hat im Kampf jemals den Hauch einer Chance, verlor aber trotzdem. Seitdem sucht es nach einem Pokémon, das ihm helfen kann, Necrozma zu bekämpfen. Der Name dieses Pokémon ist Latias. Vermutlich hat sie im Traum zu dir gesprochen. Das Problem ist, dass niemand weiß, wo sie sich befindet. Ich dachte über das nach, was Lord Ecke gesagt hatte. Ich verstand nun endlich meine Aufgabe in dieser Welt. Ich müsste Latias finden und Necrozma aufhalten. Nur verstand ich nicht, weshalb Latias gerade mich ausgewählt hatte und nicht zum Beispiel Lord Ecke. Schließlich hatte er die Welt offensichtlich bereits einmal gerettet, aber das Wichtigste war, dass ich diese Aufgabe nicht vernachlässigte. Ich wusste nicht, weshalb Latias mich ausgewählt hatte. Aber ich wusste, es würde einen Grund geben und ich wollte sie nicht enttäuschen. Oh, man kann mit der Leertaste skippen. Mein Inventar hat keinen Bock, das wird nichts mehr. Alles okay, Günther? Das wird, glaube ich, nichts mehr. Weiß jemand was von einem Pokémon namens Latias? Nee, du änderst die Geschichte nicht. Trotzdem danke für die Hilfe, Anton. Günther, warte. Günther redet mit Günther. Ich bin einfach durch und durch gerannt. Sag mir, dass du das gesehen hast. Du hast fast Günther umgehauen. Ja, es war lustig, als du ausgerutscht bist. Ja, danke. Freundlichkeit. MP4. Ich gehe hier wirklich einfach ein bisschen so zack, zack hier. Schelle links, rechts, Augapfel. Ich denke zwar, ich bin geheilt, aber lieber vorsichtig sein. Und wieder zur Treppe gehen, um vor dem Dungeon rauszukommen. Boah, Kackmauzi. Scheinungs Gang! Ach, die stehen auch immer noch da. Hinter dem Schild ist ein Teleport, der dich nach Silberdorf bringt. Aha, hä, was ist das? Das ist das Jobbrett, da kommen Aufträge ran. Erinnerst du dich, wie wir Wampel gerettet haben? Ja. Hier gibt's andere Jobs, dafür kriegen wir dann vielleicht Belohnung. Warum ist Abbrechen an zweiter Stelle? Egal, ich muss eh alle machen. Ich habe mich bei meinen Geschäften im Dungeon verirrt, bitte rette mich, unterzeichnet Raupi. Ah, ey, das sind wirklich so kleine, aber feine Änderungen. Dieser Teleporter hier hoch und zurück, dass man hier gesagt, vor allem eben, das wäre das originale Let's Play nicht gesehen hat. Vor allem in dieser Phase des Spiels musste ich jede Folge 3-4 Mal Fragezeichen mein anschreiben, weil ich keine Ahnung hatte, wie es weiterging. Und das ist random. Aber jetzt hier, jetzt weiß ich, was ich machen muss und es wird einem gesagt. Das ist wirklich gut. So, Scheinux. Scheinux bräuchte man ein paar Level.
Ich könnte hier ein bisschen farmen, aber das will auch keiner sehen. Außerdem will ich eben auch nicht so lange brauchen. Warum bin ich auf einmal schneller? Egal. Bisschen Erfahrung. Ja. Super, reicht für ein Level. Weiter geht's. Raupi ist auf U2. Okay, E2 müsste es eigentlich heißen. Huste. Hornliebe, sehr gut. Donnerschock ist aber wirklich useless. Das einzige. Och, es kann sogar angreifen. Das einzige, was ich gucken muss, ist es theoretisch möglich. Ich kann im Kampf natürlich auf Items zugreifen. Ich hab Siedewasser? Ah, kann ich aber leider nicht im Kampf anwenden. Kann ich nicht anwenden. Mann. Die TMs sind anscheinend wirklich nutzlos in dieser Version. Und dafür hat man eben schon besseres Moveset zu Beginn. Aber nicht so gut wie Donnerblitz und Siedewasser wären. So, bisschen Erfahrung. Moin, Raupies. Hab gute Laune. So, nächstes Hornview. Ich mach für die Erfahrungspunkte hier mal. Okay, Tackle zieht die Hälfte ab. Ja, nervt mich. Sobald wir Raupi auch gerettet haben, war's das für heute. Reicht nicht ganz für Level 8. Da ist Raupi. Kommt irgendwas, das ich besiegt krieg? Genau. Dann kann ich Level 8 auch noch für Shinux holen. Ist, denke ich, eine ganz sinnvolle Idee. Aber ich bin echt mal gespannt. Auch wenn ich überlege, wie lange Fragezeichen Man meint, das Spiel geht noch, muss ja echt noch einiges Neues eigentlich hinzukommen. Inzwischen diese ganzen Stories von wegen Lost Worlds, die Pixelmatch-Story, Chillast-Story, das alles haben wir inzwischen hinter uns. Es ist eigentlich nur noch das Hauptspiel. Und die Geschichte mit Günther und der Gang, die gab's überhaupt nicht. Hurra, du hast mich gefunden. Sehr schön. Und das war's auch schon. In der nächsten Folge... Ich kann hier speichern. In der nächsten Folge machen wir dann weiter mit den anderen beiden Rettungsaufträgen und werden vermutlich in der Story voranschreiten können. Wir sehen uns dann wieder. Bis dann und ciao.